Damit willkommen zurück zu StarCraft 1 auf den Seiten der Terraner. Wir waren stehen geblieben, dass wir. Ich weiß gar nicht genau, wir mussten. Waren wir gerade dabei, eine Offensive auf die Zerg vorzubereiten? Habe ich das noch nicht. Ist das noch nicht meins? Moment. Vespingas erschöpft. Muss ich das erst noch. Ist das noch nicht meins? Doch, müsste auch schon, oder? Schon alles erforscht? Tatsache. Oh, was ist das denn? Was ist da kaputt gegangen? Irgendwas ist da kaputt gegangen. Was war das? Was kann es gewesen sein? Kanal offen. Vespingas erschöpft. Wir brauchen mehr Vespingas. So, machen wir ein paar Goal jetzt mal. Zack. Nicht genügend Mineralien. Bah. Scheiß Königin. Gut. Genau, ich glaube, der blaue Zack ist das hauptsächlich das Problem. Da können wir uns oben eine neue vorgeschobene Basis errichten. Das machen wir, glaube ich, jetzt einfach. Wir rücken dahin mal vor. Boah, die sind so lahmarschig, wenn die da so verseucht sind, ey. Das Problem ist, ich erkenne nicht, wie lange das noch so dauert. So, jetzt blockieren sich wieder alle gegenseitig. Da kommt der Overlord. Was macht der? Keine Ahnung, der fliegt wieder weg. So, dann gehen wir da oben hin. Dann können wir da oben nämlich eine vorgeschobene Angriffsbasis auch errichten. Ja, dahin. So. So, das ist NDF. Können wir es genau dahin bauen. Systeme funktionsfähig. Gut. Ich würde sagen, dann versuchen wir einfach mal. Gucken wir mal, weit wir kommen. So. So. Kämpfen vorrücken. So, okay, dann waren wir hier schon durch. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt durchbrechen können. Okay. Dann werfen wir mal einen Blick hier rein. Da ist gar nicht so viel. Was ist jetzt hier? Da sind die Terror, heißen die. Genau, das sind so Suizid-Lufteinheiten. So. Weiter vorrücken. Nachrücken. Nicht vorrücken. So, perfekt. Ja, komm, das Vespingas, das können wir jetzt eigentlich ignorieren. Oh. Wow. Ist alles gut hier? Ah, da muss einer mal ein bisschen repariert werden. So. Da hier auch mal ein paar Lufteinheiten kommen, werden wir da mal so einen Turret errichten. Melde mich zum Dienst. Kanal offen. So, perfekt. Und wieder rein mit dir. Dann können wir da nämlich gleich. So, zack. Können wir da schon mal wieder neues Vespingas ab, dann ziehen wir den ab. Dann kann der da oben gleich noch Vespingas sammeln gehen. Ne, nicht so weit auseinander. Wir müssen schon sich gegenseitig decken können. So.
Noch haben die da Mineralien, das hält noch ein bisschen. Verstanden. Befehle erhalten. Geht er da jetzt rein? Oh, der geht da rein, geht rein. Mal gucken. Verstanden. Nee, jetzt geht er rein. Gut, okay. Dann können wir jetzt hier schon mal eine neue Kaserne errichten. Weiter, ja, komm. Bestätigt. So, dann rücken wir jetzt in diese Zerg-Basis vor. Das Ding, der muss weg. Kriegskolonie muss weg. Würdet ihr bitte die Einheiten angreifen, die euch angreifen? Das ist sehr nett. So. Dann können wir hier gleich erstmal ein paar Marines bauen. Komm, komm, wird fertig. So, zack. Und dann bauen wir hier noch das Ding hin. So. Zack. Okay. Vielleicht wäre es einfach besser. Wo haben wir das denn? Dann können wir ein bisschen vorhin schon nachrücken. Einmal dich brauche ich einmal. Und dann bitte da einmal landen. Stopp. Frische Einheiten müssen nachrücken. Frische Einheiten müssen nachrücken. So. Ja, das ist jetzt sehr schlau. Vollhorst, ey. So, heb ab. Das muss ich natürlich beibringen, dass sie nicht quer über die Zerg-Basis zu fliegen haben. Ja, boah. So, zack. So, wir haben noch ein untätiges MBF. Bam, bam, da, 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 ba, ba, ba. Kann's kaum noch erwarten. Ba, ba, ba. So. Machen wir die jetzt da oben gleich erstmal platt. Die Zerg-Basis. Commander. Commander. Manchmal fallen mir einfach so irgendwelche Floskeln von irgendwelchen Computerspielen an, dann überlege ich mal, wo ich die her habe. Auch dieses Commander. Commander. Ich glaube, das ist irgendwas von Command & Conquer. Aber ich überlege gerade, welcher Command & Conquer da das war. Commander. Ja, stimmt. Alarmstufe 1. Shen hat recht. Natürlich hat sie recht, was erwarte ich auch anderes. So, vorrücken. Dann zeigt den Zerg mal, was eine Hacke ist. In der Zeit produzieren wir fleißig munter nach. Nicht genügend Mineralien.
sieht's ja auch. Schub. So. Gut. Das Pingas läuft. Eine Reihe brauchen wir aber nicht anfassen. So, wir zerstören jetzt den Schwarmstock. Weil da kommen immer die Drohnen raus. Oder wie heißt die nochmal? Die Larven, genau. Aus denen dann die Zerg ihre Einheiten produzieren können. Gut, produzieren alle. Hoppala. So. Gut. So. Das Blöde ist, diese Panzer, die Zergeier, die sind so unglaublich gut gepanzert. Da könnt ihr so lange draufhalten, wie ihr wollt. Der Ding interessiert das überhaupt nicht. So. Wir können jetzt mal theoretisch gucken, was wir hier hinten haben. Da haben wir nichts. Da haben wir nur Mineralien. Und da haben wir nochmal den gelben. Ah, das ist nur so eine kleine Basis, so ein Zwischending. Auf dem Weg zum General. Okay. Haben wir hier Vespinas? Ja, Vespinas haben wir tatsächlich auch. Das Interessante ist, dieser Obermainz, oder Obermainz ist der Oberboss. Die Overlords. Overlords heißen die, genau. Das sind die Einheiten, die den Zerg die Möglichkeit geben, Einheiten zu produzieren. Also quasi das Versorgungsdepot, der Zerg ist das. So, zack. Gruppe 1. Alle nachrücken. Oh ja, hier können wir uns auf jeden Fall auch gleich mal breit machen. Auch. So, ich überlege jetzt, ob wir jetzt einfach noch zum Blauen mal ärgern gehen. Schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das beim Blauen mal an. Was? Lass mein MBF in Ruhe. So, wir wollen uns den Blauen mal anschauen. Ich glaube, den Blauen, der ärgert mich jetzt so sehr. Ja, da können wir einmal einrücken. So, einrücken. So. Haben sie mir alle drei MBFs kaputt gemacht? Die Sack. Die Sausäcke. So, dann produzieren wir schnell ein paar Marines nach. Wo können wir die auflaufen? Wir können diese auch sammeln lassen da vorne. So, zack. So, jetzt haben wir die Zack vor uns her hier. Jetzt gibt's ins Gesicht! Ins Gesicht gibet jetzt! Hast du mich verstanden? Ins Gesicht gibet jetzt! Ins Gesicht gibet jetzt, habe ich gesagt! finde ich gut. So. Vernichtet alles, was ihr von der Zack findet. So. Kommandant. Wart auf Befehle.
Meinst du, wenn die sterben, oder? Achso. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Darüber. Gut, und dann können wir uns einfach durchkämpfen zum General. Wir können natürlich jetzt hier auch schon mal ein neues HQ errichten. So. Das ist clever von dir, MBF. Das ist sehr schlau von dir gewesen, immer. Kann's kaum noch erwarten. Systeme funktionsfähig. Na, ja, ist egal. Navcom ausgerichtet. Ah, einmal sammeln hier oben. Dann gehst du nach vorne. Systeme funktionsfähig. Noch ein Balance-Reiter. Navcom ausgerichtet. So. Einmal nur da durcharbeiten, sind wir gleich durch. Sehr gut. Gut. Sind wir jetzt hier durch? Gut, dann sind wir jetzt durch. Dann können wir jetzt den Jim Raynor holen. Hier ist Jimmy. Aber da lasst ihr nicht durchfahren. Wir müssen doch tatsächlich in einem Auto rumfahren lassen. Na gut, der ist jetzt zum Glück im Auto unterwegs. Da ist er ein bisschen schneller. In der Theorie zumindest. So, gehen wir da oben schon mal Mineralien sammeln. So. Können wir da schon mal anfangen. Hm. War ja gar nicht so schwer, die Mission. Ich hatte die damals viel schwieriger in Erinnerung. Aber klar doch. Das könnte gut werden. Der Kriecher bildet sich auch nicht so wirklich. Doch, der bildet sich zurück. Na klar. Aber klar doch. So. Dann hätten wir das. Das könnte gut werden. Was ist denn das Ziel? Ach, zwei Lande... Achso, ich muss noch zwei Landefrachter bauen. Super! haben wir jetzt hier so ein MBF, ey. Jetzt muss ich zwei Landefrachter auch noch bauen. Oh. Einfach da hin, dann machen wir das Ding da vorne hin. Ich dachte, ich muss nur den Jim Raynor da hinbringen. Na lecker. Roger. So, damit ist das jetzt aber erledigt, weil der blaue ist, glaube ich, eher nur so auf Verteidigungsring aus. Also er hat gar nicht so viele Einheiten. Das Ding ist eigentlich jetzt erledigt damit. So, dann machen wir jetzt den Landehafen. Landehafen? Raumhafen. Landehafen, genau. So, plopp. Gut. Was gibt's sonst so zu erzählen? Eigentlich nicht so viel Neues. Ich habe jetzt die zweite Woche beim neuen Arbeitgeber rum. Macht Spaß, kann ich nicht anders sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächste Woche. Und dann ab der übernächsten Woche, Ende übernächster Woche, ziehen wir um innerhalb des Gebäudes. Da ziehen wir einen neuen Gebäudeteil um. Da habe ich noch endlich meinen eigenen festen Platz. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen, springe ich immer hin und her immer in die Plätze, die gerade frei sind.
Das Gute ist aber, dass man dann, dass wir da so ein serverbasiertes System haben. Also man kann wirklich von jedem Arbeitsplatz aus auf seine eigenen E-Mails zugreifen. Das finde ich jetzt nicht so ganz verkehrt. Man kann wirklich von jedem Arbeitsplatz aus arbeiten. Das war ja auch am Ende bei, als mein Onkel noch bei Vodafone gearbeitet hat, war das so, dass die keine festen Arbeitsplätze mehr hatten, als sie auch in ein neues Gebäude umgezogen sind, sondern man ist quasi durch jede Etage gegangen und hat geguckt, wo ein Platz frei ist und hat sich einfach irgendwo hingesetzt. Boah, jetzt sind auch noch so ein Kontroll. Mann. Alter! Ja, Raumhafen habe ich. Raumhafen, Landehafen. Shen trinkt ja gerade sich hier einen schönen Kaffee. Hast du wieder Milch reingemacht? Bierchen. So, komm, mach fertig jetzt hier. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht so viel Neues zu erzählen. Nö, eigentlich nicht. Nö. Ich überlege gerade, aber sonst habe ich wirklich nichts. Ganz fertig. Das Lustige wäre, wenn sie haben jetzt ihr Limit erreicht. Sie müssen erst ein paar Einheiten töten. Oh! Kann man eigentlich hier Einheiten auflösen? Nein, geht nicht. Schade. Ist der Wetzenkrieg jetzt schon weg? Ja, okay. Das hat jetzt so erwartet, dass er hier sich bis dahin zurückzieht. Ba, ba, ba. Boah, wenn der jetzt angegriffen wird in der Luft, ne? Von so einem Flakgeschütz oder wie die Sporenkolonie heißt, die bei den Zerg, dann krieg ich zu viel. Ja, ist klar, Murat, ist klar. Dann noch irgendwas komisches. Wenn ich so rum reinfliege, ist das okay. So. Landungsschiff bereit. Alles fest. Aber immer schön, Sporenkolonien sind viel zusammen da. So, jetzt haben wir's. Seid so ziemlich die Letzten, die ich hier erwartet hätte. Was springt für Sie dabei raus, Mixk? Für uns rausspringen? Ich springe auch gleich mal raus, Sie schleimiges, konföderiertes Stück Scheiße. Jim, das reicht. Ich mach das schon. Hören Sie, Duke, die Konföderation bricht auseinander. Die Kolonien proben offen den Aufstand. Die Zerg rauben und morden, ohne dass jemand ihnen Einhalt gebietet. Was wäre wohl heute passiert, wenn wir nicht aufgetaucht wären? Was wollen Sie? Ich biete Ihnen zwei Alternativen an. Sie können zur Konföderation zurückkehren und verlieren. Oder Sie können sich mit uns verbünden und Ihre ganze Rasse davor bewahren, von den Zerg überrannt zu werden. Ich glaube nicht, dass die Entscheidung sehr schwierig ist. Verbünden mit Ihnen? Ich bin ein General. Ein General ohne Armee. Ich biete Ihnen eine Position in meinem Kabinett an. Nicht nur einen Posten am Arsch der Galaxie. Strapazieren Sie meine Geduld nicht zu sehr, Edmond. Also gut, Minsk. Sie haben gewonnen. Sie haben die richtige Wahl getroffen. General Duke. Ich kann einfach nicht glauben, dass Sie dieser Schlange wirklich trauen wollen. Keine Sorge, Jim. Er ist jetzt unsere Schlange. Gut, Mission erledigt. Abgehakt. Die Trumpfkarte. Sperrgebiet. Kolonie Antiqua Prime. Commander, unsere Position wurde entdeckt. Vor 2 Stunden erreichte eine große Streitmacht der Konföderation Antiqua Prime. Und errichtete ein Basislager innerhalb unserer Verteidigungslinie. Arcturus Mengs beruft eine Versammlung ein. Ich grüße Sie. Ich weiß, dass Sie alle sich Sorgen wegen der konföderierten Streitkräfte machen.
Aber zunächst einmal müssen wir eine noch weitaus ernstere Sache besprechen. Wie es scheint, enthielten unsere Datendisks doch keine Entwürfe für neue Waffen. Lieutenant Kerrigan wird die Details erklären. Wie Sie alle wissen, unterhält die Konföderation ein Programm für psychisch begabte Menschen, um diese zu sogenannten Ghosts auszubilden. Die für das Programm verantwortlichen Leute haben nun herausgefunden, dass die Zerg die psychischen Ausstrahlungen dieser Ghosts auffangen können. Die Zerg sind also hinter dir her, Süße? Es wird ja immer besser und besser. Halt die Klappe! Bei der Konföderation wurden unter größter Geheimhaltung zahlreiche Forschungsprojekte zum Thema Ghosts und Zerg vorangetrieben. Was wir gestohlen haben, ist lediglich ein kleines, wenn auch wichtiges Teil des Puzzles. Pläne für einen transplanaren Psi-Wellenform-Emitter. Diese Emitter strahlen den neuralen Fingerabdruck eines Ghosts aus, allerdings mit einer sehr viel höheren Stärke. Diese Dinger können bis zu anderen Welten senden. Die Konföderation benutzte diese Psi-Emitter, um die Zerg in isolierte Auffanggebiete zu locken. Ihre Kolonie Marsara, Commander, war ein solches Gebiet. Was wollen Sie damit sagen? Ich sage damit, dass die Zerg eine von der Konföderation entwickelte Geheimwaffe sind. Ich sage damit, dass die Konföderation sie alle als Teil einer Versuchsreihe für diese Waffen benutzt hat. Genau wie damals vor einer Generation, als Korhal mit Atomwaffen zerstört wurde, um die Vorherrschaft der Konföderation zu sichern, würde die Regierung auch diesmal nicht zögern, mit Hilfe der Zerg alle Rivalen zu vernichten. Nur gäbe es diesmal keinen Aufschrei der Empörung. Wer würde schon vermuten, dass die Aliens eine Kreation der Regierung sind? Man würde sie als Helden feiern, weil sie zur Hilfe geeilt sind und die Zerg zerstört haben. Es ist höchste Zeit, dass die Konföderation für ihre Verbrechen bezahlt. Und ich weiß auch schon wie. Lieutenant Kerrigan wird mitten im Basislager der Konföderierten einen Emitter platzieren. Commander, Sie werden ihr einen Begleitschutz mitgeben. Wenn die Zerg ankommen, werden sie die Blockade für uns durchbrechen. Und wir können fliehen. Los, Leute, wir haben wenig Zeit. Gut. Ich habe so meine Zweifel, was die ganze Sache betrifft, Arcturus. Ich finde einfach, niemand verdient es, dass man den Zerg auf den Hals hetzt. Ich weiß, dass die Problematik Sie persönlich berührt. Aber Ihre Vergangenheit darf Ihr Urteilsvermögen nicht trüben. Führen Sie Ihre Befehle aus, was Lieutenant. Ja, Sir. So, erstmal kurz Pause. Ich muss jetzt den Schnitt machen. Wir müssen also jetzt diesen Psi-Emitter platzieren in der Basis der Konföderierten und dann werden die Zerg für uns die Arbeit übernehmen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!